belong to you. I belong, I belong to you. Ja, moin. Ich befinde mich heute wieder hier in Ried, Niederwerbig. Ich stehe unter einer G-Anlage. Heute ist der 7. Oktober 2021. Das letzte Mal war ich hier, ich glaube, am 10. September. Ja, das letzte Mal war ich hier am 10.9. Da waren zwei Anlagen installiert, also errichtet. Die beiden. Und jetzt haben wir vier Stück schon errichtet. Ja, es geht wirklich voran hier, du. Könnten sie dieses Jahr noch schaffen. So, da hinten ist die Nummer 4. Ja. Und hier drüben tut sich auch schon was. Hier sieht man schon die Türme. Zwei Stück errichtet schon. Dann fehlt nur noch dieser Stahlturm, der oben drauf gesetzt wird. Oder Türme. Und dann geht das weiter. Ich sehe jetzt gar nicht den großen Kran. Der ist abgerückt. Ich denke mal, den werden sie bald wieder irgendwo aufbauen beim nächsten Fundament. Ja, ich hätte es ja mal gerne gesehen, wenn sie Maschinenhaus hochziehen oder so, aber irgendwie passt es nie. Entweder ist das Wetter beschissen, dass man gar nichts sieht, oder ich muss arbeiten. Ja, ist halt doof. Irgendwie verpasse ich es immer. Ich habe letztes Mal, wo ich von der Ostsee kam, ich war jetzt erst vor kurzem an der Ostsee und habe gesehen, dass die vierte schon fast fertig war. Da war, glaube ich, das Maschinenhaus aufgesetzt. Ohne Rotorblätter halt, ne? Ja, so sieht es aus jetzt. Ich glaube, da waren sie an. Ja, klar, an dieser Anlage müssten sie gewesen sein mit dem Kran. Ja, der Windpark wächst, ne? Heute ist wirklich absolute Windstille. Alle Anlagen stehen still. Jo. Eine Ruhe heute. Sieht man ja. Die G, da tut sich gar nichts. Ein Haufen Spinnenweben unterwegs. Wir haben jetzt Altweiber. Ah. Altweibersommer, wie sie das nennt. Spinnenkranke überall. Ja. Wie gesagt, ich war vor kurzem jetzt erst an der Ostsee. War auch wunderschön. Wetter ging so lala. Ein paar Videos folgen auch auf jeden Fall. Aber ich habe ja noch nicht mal meine Nordfriesland-Videos alle hochgeladen. Ne? Da kommen auch noch etliche. Und ich muss ja gar noch welche schneiden. So sieht das aus. Und dann folgen noch die Ostsee-Videos. Dieses Video folgt dann auch noch. Mal gucken, wann ich das hochlade. Ja, kommen wir nicht mehr hinterher. Ich will auch nicht zu viel auf einmal hochladen. Ist auch blöd. Ja, wo ich an der Ostsee war, war ich auch im Kariner Land. Richtung Kirchmulso quasi da. Wo die EP3 steht, der Prototyp, die 126er und die 141er auf 99 Meter. Und dann bin ich zufällig an der Enercon, also ich war ja an der Enercon E126 EP8. Und ein Stück weiter weg stand eine Nordex, ne? Und ich wusste gar nicht, hä, was ist das für ein Nordex? Weil ich nicht informiert war. Da steht der Prototyp, der N133 mit, was waren es, 4,8 Megawatt oder was? Oder 4,6, irgendwie sowas. Ich kann es ja reinschreiben ins Video dann nochmal. Oder ich gucke ja, 4,8 hat die 133er. Und ich wusste das nicht und bin daran vorbeigefahren. Also hätte ich das gewusst, hätte ich auch angehalten. Vielleicht noch sogar ein Drohnenvideo davon gemacht. So bin ich vorbeigefahren, habe sie gefilmt aber. Das seht ihr dann in das zukünftige Video von der Ostsee dann halt, ne? Aber ich wusste es leider nicht. Habe ich schätze 133 oder so, weil der Rotor ja noch nicht so groß war. Und 133 zu 131 ist ja orange, ne? Das hat mich ja nur verwundert, weil da hinten dran stand Delta 4000. Da dachte ich mir, hä? Für eine 149er ist sie nicht groß genug, so, ne? Ich wusste es nicht und ja, Unwissenheit, ne? Man kann nicht alles wissen, selbst ich weiß auch nicht alles. Will ich auch gar nicht, kann ich auch gar nicht. Aber jetzt weiß ich es, ich hab's auch dann ins Video, oder ich schreib's dann auch ins Video rein. Dieses Ostsee-Video dann, was dann noch folgt. Ja, wie schon gesagt, ich schreib das ins Video dann zu den Nordex. Ist quasi auch ein Prototyp da, ne? In Kirchmulso oder Kariner Land, wie auch immer. Und ja, das ist halt so, ich bin halt, eigentlich habe ich eigentlich Urlaub gemacht oben an Ostsee, mich ein bisschen entspannen so nochmal, so ein Kurztrip. Es war ja nicht lange, 3 Tage. Und natürlich muss ich auch wieder in den Windparks fahren. Aber ich war halt nicht vorbereitet so. Und bin auf Dummfang einfach mal, weil ich wieder die E126 besuchen wollte und die EP8 und. Die 141er. Und zufälligerweise habe ich dann halt die entdeckt, die Nordex N133. Ne? Genauso war ich auch überrascht, dass bei der E941 Kirchmulso auch zwei neue Enos da standen. Ne? War ich auch überrascht, 126er. Ja, so ist das halt, wenn man nicht immer hinterherkommt mit einem. Aber das ist nun mal so, ne?
dann kannst du nachträglich ins Video schneiden oder ihr schreibt einen Kommentar rein, wer es halt weiß. Wie gesagt, Blödsinn brauche ich nicht drin, sondern echt nur das, was wirklich stimmt. Es wird auch so viel immer behauptet da manchmal, das nervt dann auch, was gar nicht stimmt. Und falsche Daten will ich eigentlich auch nicht rausgeben, deswegen sage ich immer, ja, es kann sein, muss aber nicht, ne? Und wenn ich halt irgendwo gerade vor Ort bin, habe ich auch nicht so die Zeit, jetzt nachzurecherchieren, was das für eine Anlage ist, wo die jetzt genau steht. Und ja, da fülle ich das lieber alles nochmal ab, habe ich mehr gekonnt, als wenn ich dann die ganze Zeit was suche und nachher nicht finde und irgendwelche falschen Daten raushaue, ne? Ich meine, überall, wo ich bin, gibt es irgendjemanden, der da in der Nähe wohnt und mehr Bescheid weiß, eventuell dann zufälligerweise, ne? Oder halt wirklich andere, die sich damit den ganzen Tag beschäftigen, die das auch wissen, dann. Nur ich habe leider die Zeit dafür nicht. Hätte ich auch gerne, aber. Und so die Daten merken, wie gesagt, habt ihr schon mitgekriegt, ist auch nicht so mein Ding. Ich verwechsel mal viel oder ja, überlege dann, was war es jetzt für eine Anlage, ist halt leider so. Aber ich denke mal, ihr wisst dann, was ich meine. Meistens passt ja gut, dass die Nummern unten dran stehen am Turm, dass man halt gucken kann bei der NIS, was das für eine Anlage ist, wenn sie registriert ist und ja. Gut, genug gesabbelt, ich flieg mal mit der Drohne. Hatte ich auch schon ein paar Mal in den Videos auch gequatscht, dass ich dann ein Drohnenvideo rausbringe. Von Anfang bis Ende halt. Aufbau bis zum Ende. Schneide ich dann zusammen, ne? Gut. Die G hat eben ihr Rotorblatt in den Wind gestellt. Das untere. Aber irgendwie. Ja, jetzt sieht oben los. Sieht man das? Ja, jetzt pitcht sie oben das Blatt. Aber sie dreht sich auch kein Stück. Ich glaube, die ist auch fest irgendwie. Fest arretiert oder wie man das nennt. Als wenn ein Bolzen drin wäre, dass er halt sich nicht weiter drehen kann. Das merkst du halt, dass das Blatt unten noch wippt. Und wer macht jetzt gerade einen Testlauf? Obwohl, das machen die anderen, glaube ich, auch. Guck mal, jetzt sieht das dritte Blatt im Wind. Oh, es ist aber auch warm in der Sonne jetzt. Meine Fresse. Sieht man gut, ne? Ah doch, jetzt dreht sie sich leicht. Ist doch nicht festgestellt. Ja. So, liebe Leute, mit der Drohne war ich oben. Wunderschöne Aufnahmen. Bilder könnt ihr bei Insta dann, denke ich mal, sehen. Wenn ich sie nach und nach ein paar hochlade. Wie gesagt, Video folgt dann, wenn die Baustelle hier beendet ist. Von Anfang quasi Fundamentbau bis zum Ende, bis die 8. Enercon E038 steht. Ne? Ich würde jetzt sonst nach Treuenbrietzen noch fahren, von da nochmal filmen, aber ach, mein Tank ist auch fast leer und ich möchte heute nicht tanken fahren, weil der Diesel ist auch übelst hoch mit den Preisen. Es ist abartig, was die Regierung mit uns macht, ganz ehrlich. Ist nicht schön. Also die Preise sind wirklich. Also, da musst du ja dreimal überlegen, wo du hinfährst. Das ärgert mich wirklich. Also, ich meine, ich komme eine Strecke mit meinem Diesel hier, aber das tut wirklich weh beim Tanken schon. Das ist nicht mehr schön. Also, puh. Also, heute, ich habe geguckt nach den Preisen. Also, es ist 1,50 der Diesel heute hier. Kannst du knicken, mache ich nicht. Ich weiß, woanders ist es noch teurer, aber es ist abartig, wirklich. Gut, genug gejammert. Kann man nicht ändern, ist so, wie es ist. Die machen sowieso, was sie wollen mit uns, ne? Ja, dann verabschiede ich mich hier wieder von Rietz, Niederwerbig und was dranhängt hier mit den ganzen Enercon und G, Wind Energy 2,5er. Ja, zum nächsten Mal, denke ich mal, wird dann die 5., 6. errichtet sein. Und eine ganz hinten im Wald, quasi da ist dieser Turm und ein Stück weiter links, müsst ihr euch vorstellen, da kommt noch eine hin. Da sind sie jetzt dran und die letzte, die errichtet wurde, ist die hier. Da liegen noch die Kranteile an dieser, ne? Da habe ich das von der Autobahn gesehen. Das siehst du nämlich sehr gut von der A9. Die Baustelle hier sieht man. Wenn man ja ein paar Mal hinguckt, siehst du. Bei guter Sicht auf jeden Fall. Kann man gut erkennen. Diese Hoshis hier. Judi, hier noch gesabbelt. Reicht jetzt, wa?
Alles klar, dann Ringe hauen. Das war es natürlich noch nicht. Ich will es nochmal von hier zeigen, aber hier ist jetzt der Wald leider am Weg. Ne? Aber vielleicht da vorne, dass man ein bisschen was erspähen kann. Ja, hier ist ziemlich viel Wald um die Anlagen und das sieht man ja nicht mal so gut. Ah, schon krass, wenn du überlegst, die wurden im Frühjahr, wo noch Schnee lag, wo noch Ekligkeit war, errichtet und dann stehen die guten bis heute still. Es ist echt eine Schande, wirklich. So, jetzt sieht man gleich ein paar EP3-Anlagen. Mal gucken, wo ich mein Blödes hinstelle. Ja, vier Stück sieht man. Ja, ist schon cool, ey. Geiler Mix. Gefällt mir. Wäre auch cool gewesen, wenn das E101-Anlagen, nee Quatsch, E103-Anlagen gewesen wären, ne? Na, ich fahr mal hier ran. Da steigt man doch glatt nochmal aus, um das zu zeigen, ne, das Bild. Ja, könnt ihr das erkennen? Da haben wir eine. Da ist eine. Da ist eine. Und da hinten noch eine. Tja, vier Stück. Schon ulkig, ne? Und dann acht Stück davon gleich. Richtig cool. Mega. Da müsste man theoretisch, die stehen ja so richtig in einer Richtung, treuen Pritzen so aufgebaut, ne? Da müsste man theoretisch irgendwo von da hinten mal fliegen. Mit der Drohne. Also von da. Das muss ich mir mal dann ausgucken, dann irgendwie, ob ich da rankomme, ob da ein Weg hinführt. Ansonsten kann ich auch so fliegen mit der Drohne. Sieht bestimmt cool aus. Ja. Mega. Wenn sie dann alle errichtet sind, mache ich das mal. Wie die alle in einer Reihe so stehen. Das ist immer so versetzt, so zack, 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 zack. Na und das, da haut es nicht mehr so hin, ne? Wie gesagt, von den E01 sind es 8 Stück und dann von den EP3 werden es auch 8 Stück sein. Und dann haben wir da drüben in Rietz noch die CNG-Anlagen. Jo. So sieht das aus. Ja, und da hinten siehst du dann Nimec, was auch irgendwann mal repowered werden soll. Wo ich aber jetzt nichts weiter gehört habe mehr. Und da vorne sieht sie hier, in diesen Dörflein steht noch eine kleine Windmühle. Sehr schön, ne? So, das war es aber dann eigentlich wirklich. Ich lag jetzt immer auf dem Weg hier. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Und ja, das nächste Mal stehen hoffentlich wieder ein paar mehr. Mal gucken, wann ich wieder Zeit habe, dann hier vorbeizudüsen. Spätestens Ende des Monats, da habe ich Urlaub nochmal. Da passt das. Duty. Und wie gesagt, ja, so ist mein Standard, ne? Kommen noch mehr Nordfriesland-Videos. Ich habe noch nicht alles fertig. Und dann folgen noch die Ostsee-Videos. Und dieses Video werde ich dann irgendwie reinschmuggeln zwischendurch. Ja, Uckermark hatte ich eigentlich auch noch dieses Jahr vor, aber es ist krass, eigentlich schon wieder, wenn ich so überlege. September letzten Jahres war ich das letzte Mal dort. Und wir haben jetzt schon Oktober, ist schon über ein Jahr her. Und ich wollte eigentlich im September hin, aber da hat mir mein Rücken einen Strich durch die Rechnung gemacht. Leider Gottes. Vielleicht schaffe ich es jetzt im Oktober nochmal, dass ich 2 Tage mal hindüse nach in der Uckermark. Ja. Ich könnte das echt Vollzeit machen, muss ich sagen. Wenn man hier noch Knack verdient, ne? Das wär's. Aber wer könnte das nicht so sein Hobby zum Beruf machen? Wäre schon cool. Judy, dann Rinni hauen.